Okay, reden wir kurz über Zahnbürsten. Und zwar ist ja schon mal aufgefallen, dass wenn ihr in ein Geschäft geht und eine Zahnbürste kaufen wollt, dass 99% der Zahnbürsten zum Wegschmeißen sind. Und ich denke mir, warum ist das so? Ja, weil als Hersteller einer Zahnbürste, wieso kann man keine richtige Zahnbürste machen? Also ich verstehe das nicht. Ein Beispiel. Hier gibt es nur kleine Geschäfte und leider hatten die nur sowas. Ich habe das gekauft, weil ich werde das nur heute und morgen benutzen, weil ich jetzt keine andere Wahl habe. Nur für 2 Tage, dann schmeiße ich das weg. Schaut euch das mal an. Fällt euch auf, wo hier das Problem ist. Und zwar, das, ja, schreit nach Zahnfleischbluten und Zahnfleischverletzung und Zahnfleischrückgang. Und ich verstehe das nicht. Ich meine, als Hersteller einer Zahnbürste, ja, ich meine, schau dir das mal an. Was soll man damit machen? Schau dir das mal an, genau. Das ist gut zum Schuhe putzen, zum, was weiß ich, vielleicht Nägel reinigen und so, aber doch nicht für die Zähne. Erklär mir oder am besten die Hersteller selber, ja, kontaktieren wir mal die Hersteller. Und fragen Sie, wie Sie sich das vorstellen, dass man damit die Zähne putzen soll. Ja, weil, wie gesagt, damit verletzt du dein Zahnfleisch. Eine Zahnbürste sollte rund und klein sein. Und deswegen habe ich das gepostet. Ich konnte bisher nur sowas sehen in den Apotheken. Die Apotheken haben meist sowas. Ich habe jetzt die Marke vergessen. Die haben so ein Schweizer Kreuz, ist eine Schweizer Firma. Und die haben so ein Kreuz als Logo. Und manche Bilderfilialen haben das auch. Ich habe einen Post gemacht, sucht einfach nach Hybrain Zahnbürste. Das ist bislang das Beste, was ich finden konnte. Es ist auch nicht perfekt. Ich würde sagen 90%, aber 10% fehlen noch. Und ich habe sowas noch nicht gesehen am Markt. Ja, eine richtige natürliche, natural human toothbrush, würde ich sagen. Ne? Also nicht nur folge ich die natural human diet, wir brauchen jetzt auch eine natural human toothbrush. Und kommerziell gibt es es leider nicht. Ich weiß nicht warum. Derjenige von euch, der viel Kohle hat, der soll das bitte machen. Du wirst sicher dadurch reich. Und habe noch vergessen zu erwähnen, wenn ihr sowas haben wollt, also die perfekte Zahnbürste, dann kauft euch eine Miswak. Das ist das, was man im arabischen und auch teils im afrikanischen Raum benutzt. Miswak, das schreibt man Miswak. Und da seht ihr, wie eine natürliche menschliche Zahnbürste ausschauen soll. Die ist nämlich genau perfekt rund und klein, sodass du die Zähne putzt und dein Zahnfleisch nicht verletzt. Ich habe das übrigens auch davor immer benutzt, ziemlich lang sogar. Und das Erstaunliche daran ist, da brauchst du auch keine Zahnpasta. Diese Miswak hat, die Miswak ist einfach erstaunlich. Ja? Die hat genau die perfekten kleinen Pflanzenfasern, mit denen du die Zähne perfekt putzen kannst. Wirklich. Da kommt eben nichts Menschengemachtes nahe. Verstehst du? Natur ist immer besser. Na? Das sieht man wieder. Und den Kopf dieser Fasern, ja, den schneidet man dann immer wieder ab. Also du kannst den benutzen, ich würde sagen so dreimal, würde ich sagen, ja, dreimal kannst du alles, die ganzen Zähne damit putzen. Dann musst du den Kopf wieder abschneiden, verstehst du, dass du wieder neue frische Fasern, also Bürstenfasern hast, mit denen du dann putzen kannst. Also probier es aus. Über eBay gibt es das übrigens sehr billig zu kaufen. Die meisten kommen heutzutage aus Pakistan. Also wirklich sehr billig. Die gibt es im 10er-Pack schon, ich glaube so für 5 $ oder so. Und die werden zu euch nach Hause geschickt. Ja.